Der Römerkanal, Wanderweg oder ich möchte zu Fuß nach Köln. Als das römische Imperium vor über 2000 Jahren Köln zur Provinzhauptstadt machte, holte es das Trinkwasser aus der Eifel. Hierzu bauten sie eine knapp 100 Kilometer lange Wasserleitung. Von Nettersheim folge ich den Spuren der Römer bis in meine Heimatstadt Köln. Zu Fuß. Ja, guten Morgen. Es ist Sonntag, früh. Zweite Etappe Römerkanal-Wanderweg. Heute mit Gästen. Hi. Hallo. Servus. Ja, ihr erkennt's. Ich weiß es. Freue mich, dass das geklappt hat. Haben wir ganz spontan entschieden, dass das heute eine gemeinsame Etappe ist, weil es so ungefähr in der Mitte unserer Wohnorte liegt. Ja, und ich würde sagen, alles Weitere machen wir auf dem Weg und laufen erstmal was, weil Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Genau, also laufen wir erstmal los. Also laufen wir erstmal los. In Kölle am Ring bin ich geboren, ich hang und dat litt mir im Sinn. Ming Mutter sprach noch nit verloren, dat is jet wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an ming Heimat denke und sind da do, so für mir stand, möch ich direkt ob Heimann schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln. Möch ich direkt ob Heimann schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln. Und der Herr J. mich ins Rufe, dem Petrus sagen ich als dann, ich kann et ruhig dir verzelle, dat Sehnsucht ich noch Kölle han. Wenn ich so an mein Heimat denke und sind da do, so für mir stand, möch ich direkt ob Heimann schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln. Möch ich direkt ob Heimann schwenke. Thank you.
Enkel am Ring bin ich geboren. Ich hang und dat litt mir im Sinn. Ming Mutter sprach noch nit verloren. Dat is jet, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an ming Heimat denke und sind da do so für mir stand, möch ich direkt ob Heimat schwenke. Ich möcht zu Fuß nach Kölle jan, möch ich direkt ob Heimat schwenke. Ich möcht zu Fuß nach Kölle jan. An dieser Stelle ungewohnt kommt meine Stimme diesmal aus dem Off, denn leider habe ich bei der Abmoderation das Mikro nicht richtig bedient, so dass kein Ton aufgezeichnet wurde. Da die Bilder, wo ich ganz viel sage, aber nichts zu hören ist, mit Sicherheit keiner sehen will, unterlege ich einfach die Abmoderation mit ein paar schönen Impressionen der Wanderung. Ja, das war die zweite Etappe des Römerkanal-Wanderweges von Dotteln nach Mechernich. Gewandert sind wir etwa 16 Kilometer und das Ganze im Januar 2020. Zu der Etappe selbst ist zu sagen, es ist eine, die sich lohnt, insbesondere wegen der schönen Aussichten. Die lassen nämlich das ein oder andere Stück, was man über Asphalt läuft, dann durchaus vergessen. Ja, die Etappe für mich besonders gemacht hat meine Wanderbegleitung. Das heißt zum einen der Michael, der unglaublich viel zu erzählen hat, was eine Wanderung immer sehr kurzweilig macht. Und natürlich besonderen Dank an Sabrina und Patrick von Trailroads, mit denen ich ja schon des Öfteren unterwegs gewesen bin. Ja, ganz, ganz lieben Dank natürlich an Patrick alias Chulis Joe für das Überlassen der Drohnenaufnahmen, mit denen ich ja normalerweise nicht dienen kann. Wenn ihr Spaß hattet an dem Video, so wie wir hatten Spaß, die Etappe zu laufen, dann ist es so wie immer. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, drückt das Glöckchen und ansonsten sage ich, madet Jod.